eben noch schnell die Banshee-Feldherrswaffen durchgeknallt. Jetzt habe ich den Banshee auch auf einen Rang, wo ich eventuell auch Loot bekomme. Mal gucken. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, weil ich musste erstmal ganz schnell ins Bett. Viel zu spät. So, wir holen uns erstmal den Rangaufstieg Loot ab hier bei Benji. Ding Dong Dong. So, ich hoffe mal wirklich, dass da auch gute Sachen bei sind, nicht so ein anderen Krams, den man nicht gebrauchen kann. So, bin mal gespannt, ob die Sorus Ari 45 auch hohes Lichtlevel hat. 318. Nicht schlecht, oder? Also ich bin damit zufrieden. Ja, Sorus Ari 45, 318. Na komm, gucken wir mal, was der hier so für Perks sind, ne? SLO 19, dann SPO 26, die ganzen Fokusdinger, ne? SRO 37, nichts Besonderes, eigentlich man sieht da kaum Veränderungen oben bei den einzelnen Sachen. Dann hier Großkalibergeschosse über große Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torkeln lassen. Ihre Masse erschwert die Handhabung der Waffe. Dann geölte Rahmen, schnelleres Nachladen, reduzierte Reichweite. Dann Leichtgewicht, wenn gehalten, gibt dir diese Waffe plus 2 Charakteragilität. Dann hier noch handgelenkter Schaft, erhöhte Stabilität, reduzierte Reichweite. Und zuletzt hier Persistenz, Persistenz, so, Persistenz. Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Okay. Ja, das ist schon mal gut. Also hat sich schon mal gelohnt, dass ich hier Bändchen gelevelt habe. So, jetzt kann man hier mal noch ein paar X-Hologramme durch. Mal gucken, was ich da bekomme. Aber, warte, warte. Aha. Bevor ich einen Fehler mache, nochmal probieren, hier ein bisschen auf ein höheres Level zu kommen. Höher geht leider damit nicht. Schade eigentlich. So, dann knallen wir hier noch ein paar Engramme durch. Wo sollen wir anfangen? Nichts ist undurchdringlich. Das hier kommt hoffentlich nah dran. Okay, Inkubationshülle, die ist neu. Pass auf dich auf. Kommt von Alpha Lupi. Ja gut, das ist ein Säulen. Und Typ 44 im Abseits. Okay. Unterhaltungen mit dir sind immer interessant. So, was haben wir denn hier gekriegt? Hier 200. Okay, mit Stärke, Solar. Okay, Inkubationshülle. Die brauche ich glaube ich nicht. Die kann ich wieder wegknallen. So, was haben wir denn hier gekriegt? Hier mit 316. Typ 44 im Abseits. Mit Elektron Stärke. Ja, gut. Geht so. Vielleicht zum Infundieren nehmen. Muss ich wohl, ne? Muss ich wohl. Ja, muss ich wohl. So, dann hier noch Alpha Lupi 17. Was besser? Okay. Also, es lohnt sich echt hier ein Gramm im Moment. Also, das ist echt super. Macht echt Spaß. Eigentlich höhere Lichtlevel. Dauert natürlich trotzdem ein bisschen alles, bis ich dann irgendwann mal auf 320 komme. Aber ich glaube, die nächsten Tage läuft das ganz gut. Hoffe ich. Habe auch noch Urlaub. Jetzt im Moment muss ich noch arbeiten, aber Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag habe ich Urlaub. Ja, schön, ne? Ja, gut. So, das war's erstmal. Das ist der Loot. Also knallt Banshee auch durch. Lohnt sich. Jetzt macht die Vorhut, Beutezüge, alles was geht. Nimmt alles mit. Macht alles. Gibt neuen Loot. Passt schon. Auch höheres Lichtlevel. Also lohnt sich. So, ich bin erstmal wieder raus. Danke fürs Zuschauen.